Wir haben Säcke voll mit Maiskolben, auf denen einfach mal Zwiebeln steht. Nice job, bro. Okay. Ganz ruhig. Was würde man tun, wenn man vor dieser Tür steht? Ich habe keinen Plan. Ich stelle mir einfach mal gerade vor, du bist so ein braver Grundschüler, gehst du in den Supermarkt rein und denkst du, juhu, Schule geht wieder los, lass uns noch ein paar Hefte und Stifte kaufen. Und dann stehst du vor so einem Regal. Nehmen wir heute mal die 30 cm Klinge oder doch lieber die 36 cm Klinge? Junge. Okay, Leute, schauen wir uns das nächste Bild an und... Wie geil ist das denn? Ihr seid am Start, El Markus am Start. Willkommen zu diesem Video. Heute zeige ich euch die lustigsten und heftigsten You Had One Job Fails. Also Leute, die nur eine Sache machen mussten und diese total verkackt haben. Bevor wir uns aber diese geilen Fails nun reinziehen, vergesst nicht, für diese Aktion schon mal einen Daumen hoch zu geben. Und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, damit wir die 20.000 knacken und weiter wachsen können, Leute. Schon mal vielen Dank dafür. Grüße gehen natürlich mal wieder raus an Pekka Clash Royale, an Fire King und an Rick Rakete. Wie immer, Leute, seid mir nicht böse. Ich kann natürlich nicht alle grüßen. Ich hatte über 600 Begrüßungswünsche im letzten Video. Wenn ihr auch gegrüßt werden wollt, lasst einfach einen Kommentar da. Vielleicht seid ihr im nächsten Video dran. Und jetzt starten wir auch endlich rein mit den You Had One Job Fails. So, wir starten mit zwei Kuscheltieren, die, nun ja, wie soll ich sagen, die Augen wohl nicht ganz richtig rum drauf bekommen haben. Ja, so sieht es dem rechten Tier eher so aus, als würde es irgendwie schielen oder, naja, einen krassen Sehfehler haben. Naja, da kann man mal schon mal sehen, okay, läuft bei ihm auf jeden Fall. Der hat es nicht mal auf die Reihe bekommen, die Augen von so einem Kuscheltier richtig anzubringen. Okay, Leute, das nächste ist auch obergeil. Es ist einfach ein fucking T-Shirt, auf dem Asia draufsteht und ein anderer Kontinent abgebildet ist. Wenn ihr wisst, welcher Kontinent es ist, schreibt es in die Kommentare. Ein Tipp, Leute, es ist nicht Asien. Nein, Leute, natürlich ist es Afrika. Auf jeden Fall schon geil, wer sich ja dieses Konzept überlegt hat, wer sich da Gedanken gemacht hat. Er hat sich auf jeden Fall nicht in die richtige Richtung Gedanken gemacht, sagen wir es mal so. Okay. Wir sind beim dritten Bild und es fuckt mich schon total ab. Hier hat jemand einfach mal beim Eis die Farben vertauscht, okay? Anstatt einer Schokokugel hat er Schokowaffel genommen und anstatt an einer hellen Waffel hat er ein helles Eis genommen. Zu geil auf jeden Fall. Aber, wenn euch das mal auffällt, das kann auch richtig gut getürkt sein, weil, naja, oben kann die Schokolade, kann er abgegessen haben. Man sieht sogar noch einen kleinen Schokoladenrand und unten kann er das einfach in Schokolade getunkt haben und in den Kühlschrank gestellt haben. Naja, Leute, also das kann auf jeden Fall gefaked sein, das Bild. Kann ich mir sogar sehr, sehr gut vorstellen. Also, ha, nicht zu früh, Freund. Aber egal, schauen wir mal zum nächsten Bild. So, was haben wir hier? Haben wir eine Fernbedienung? Und die Pfeilrichtungen sind einfach mal falsch rum. Alter, du hattest einen verkackten Job, okay? Links ist links und rechts ist rechts, okay? Und er macht die Pfeile einfach in die falsche Richtung. Verdammt amüsant, weil es sind einfach so unglaublich simple Dinger. Und die verkacken die einfach. Okay, Leute, an alle Kinder- und Superhelden-Fans und so weiter. Hier haben wir einen Rucksack mit einem Batman-Logo drauf. Und wen sehen wir auf dem Rucksack? Genau, Superman. Welcher verkackte Vollidiot. Okay. In diesem Bild sehen wir die absolute Härte. Die Krönung des Ganzen. Du hattest einen Job. Setze die Lasche auf die Öffnung, um die Milch wieder zu verschließen oder zu öffnen. Junge, was geht, Digga? Gut gemacht. Guter Job. Klasse. Solche Leute brauchen wir. Solche Arbeitskräfte stellen wir gerne ein. Das ist schon mal die richtige Richtung. Auf dem nächsten Bild sehen wir jetzt eine Medaille, wo der dritte Rang abgebildet ist. Und da steht... Und hier sind wir wieder beim Thema Bibis Beauty Palace angelangt. Englisch sprechen und Englisch können muss gelernt sein, Leute. Weder Bibi kann Englisch, noch der Typ, der diese Scheißmedaille hier gemacht hat, weil er einfach anstatt ein RD hinter die 3 gemacht hat, ein ST. Ja, ein ST machst du nur hinter die 1 für die Leute, die jünger sind und noch kein Englisch hatten. Also, es sind einfach die fucking falschen Buchstaben dahinter. Okay, auf dem nächsten Bild sehen wir einen Taco. Das heißt auf jeden Fall Taco. Und...
Was zum Teufel, Alter? Reite dich, dass du den fucking Salat und so weiter zwischen die Verpackung und das Brot tust und nicht zwischen die beiden oder zwischen den Taco, wie es eigentlich sein sollte. Das ist so, als wenn du irgendwie dir ein Big Mac bestellst, die beiden Brötchen unten oben sind, so, und da drunter und zwischen der Verpackung die ganzen Sachen wie die Frikadelle und was weiß ich, Salat und so weiter. Und das ist einfach hohl, Digga. Du hattest einen Job. Mach ihn richtig. Okay, das nächste. Back to school. Die Ferien sind vorbei. Schule geht wieder los. Greift zu, Leute. Schnappt euch ein Messer und geht zur Schule. Dann seid ihr gut ausgerüstet. Okay, Leute, das ist schon fast so ein bisschen zu grob. Alter Schwede, dass da wirklich ein Messerstand ist und da drüber steht Back to School. Lieber Verkäufer, ich weiß nicht, was dich an diesem Tage geritten hat. Vielleicht hast du einfach auch nur einen schlechten Tag, aber Junge, guckst du überhaupt hin, was du da tust? Ich stelle mir einfach mal gerade vor, du bist so ein braver Grundschüler, gehst du in den Supermarkt rein und denkst du, juhu, Schule geht wieder los, lass uns noch ein paar Hefte und Stifte kaufen und dann stehst du vor so einem Regal. Nehmen wir heute mal die 30 cm Klinge oder doch lieber die 36 cm Klinge? Okay, auf dem nächsten Bild. Okay, ich kann mir kaum vorstellen, dass das wirklich passiert ist. Aber wir sehen eine Linienmarkierung am Rande der Straße, die einfach mal über ein parkendes Auto geht. Alter, entweder der Typ, der das gemacht hat, war einfach mega präsig und hat einfach überhaupt gar nichts gecheckt. Oder er war einfach nur faul. Okay, hat das parkende Auto da gesehen, hat gedacht so, sage ich dem Besitzer jetzt Bescheid oder gehe ich da einfach drüber? Okay, auf dem nächsten Bild haben wir einen Eingang. Do not enter, enter only. Okay, 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 okay. Ganz ruhig. Was würde man tun, wenn man vor dieser Tür steht? Ich habe keinen Plan. Und genau das ist das fucking Problem. Soll man da nur reingehen oder soll man draußen vorstehen? Gut gemacht, Mitarbeiter. Toll gemacht. So muss es sein. So sollen die Türen ausgeschildert sein, damit jeder weiß, immer was zu tun ist. Okay, das... Junge, so eine Sachen sind geil, weil die einfach nur mega heftig sind. So eine Massenprojekte, Alter. Ey, es wird so einer, ey, so ihr drei Jungs, Alter, ihr seid klasse Mitarbeiter, ey. Könnt ihr mal dieses Riesenplakat hier aufhängen? Ja, es ist zweigeteilt, einmal die linke und einmal die rechte Hälfte, dann ist das ein bisschen leichter für euch. Und die sitzen da Stunden dran und haben es endlich geschafft, stellen sich auf die Straße, gucken sich die Werbung an und denken nur so, Alter, wie dumm sind wir eigentlich? Einfach nur heftig geil, Alter. Einfach mal falsch rum aufgehängt. Ein großes Projekt einfach mal gescheitert. Ich will gerne mal den Chef danach gesehen haben, wie der darauf reagiert hat. Okay, als nächstes sehen wir eine Rolle Klopapier, die, Alter, die einfach mal zwei Papprollen drin hat. Eine richtig gesetzt in der Mitte und die andere nun ja, wie soll ich sagen, nicht am rechten Fleck. Und die ist eher mehr, ja, überflüssig, würde ich mal ganz klar dazu sagen. Wie die da reingeritten ist, fragt mich nicht, Leute. So, als nächstes sehen wir in einem Supermarkt ein Schild, wenn ein Baby geboren wird, was man halt so immer übergibt und schenkt und so weiter. Und dort steht drauf, it's a boy. Alles klar, Digga. It's a boy, wissen wir Bescheid, sieht auch genau aus wie für einen Jungen. Und in diesem Sinne würde ich mal sagen, gut gemacht, Mitarbeiter. Dich befördern wir gleich zum Mitarbeiter des Monats. Hier haben wir mal wieder einen sehr, sehr clever angebrachten Türgriff. Aber vielleicht ist das ja sogar so gewollt. Also vielleicht ist das einfach nur, wenn man das Ding schon vorher zumacht. Nee, das ist verdammt dumm. Nein, Markus, ist verdammt dumm. Das ist das Dümmste, was ich je gesehen habe. Weil, wenn er so hinknickbar ist, ja, dann macht man ihn ja entweder auf oder zu. Dann muss es ja auch gehen, wenn die Tür geschlossen ist. Und das geht es ja definitiv nicht. Also, was schließen wir daraus? Gut gemacht. Einfach nur präsig. Okay. Was dieses Bild darstellt, also das habe ich wirklich noch nie gesehen, dass so eine Dose einfach mal falsch bedruckt ist. Okay, eine Fanta-Dose falsch herum. Wäre auf jeden Fall lustig, Leute. Übrigens, wenn ihr mal selber irgendwie sowas mal erlebt habt oder mal gesehen habt, irgendwie im Supermarkt oder irgendwo, irgendwas ähnliches oder so, schreibt es einfach mal in die Kommentare, das würde mich mal interessieren. Weil, ich muss ehrlich gestehen, ich habe so eine Mega-Fails, wie man sie hier sieht,
noch gar nicht gesehen, so diese You Had One Job Fails, habe ich noch gar nicht gesehen. Wenn ihr mal irgendwas gesehen habt, Leute, schreibt es einfach mal in die Kommentare, das würde mich mal megamäßig interessieren. Ja, wir schauen uns mal das nächste Bild an. So, hier ist diese scheiß Schleife irgendwie im Weg. Auf dem nächsten Bild sehen wir eine Blu-ray-Disc. Nick Nolte is a cop. Eddie Murphy is a gun. Okay, ich sehe schon. Einfach mal die Namen vertauscht oder die Namen darunter sind einfach falsch. Das kann wirklich, glaube ich, passieren, wenn einfach nicht so drauf gewirkt. Okay, wir achten einfach darauf, dass die Namen auf diese Hülle kommen. Scheiß drauf, wo drunter irgendwas passiert wird. Ich glaube, diese Blu-ray haben sie wieder schnell aus den Regalen genommen und überarbeitet. Auf jeden Fall geil, wie sowas passieren kann. Vor allem das Geile ist, auf dem Cover muss wirklich auf nicht viel geachtet werden, okay? Wir wollen einen Hintergrund haben, wir wollen zwei Gesichter von den Hauptschauspielern haben und den Titel, ja, und die Namen. Also vier Sachen, auf die man achten musste. Oder waren das vier? Vier Sachen, auf die man achten musste und sie werden verkackt. Sie werden einfach nur verkackt. Okay, Leute, gehen wir zum nächsten Bild. Hier haben wir eine Werbung. Für $130 haben wir ein Handy. Floats in Water, also welches auf dem Wasser treiben kann. Und wie wir sehen, tut es das auch. Nö, welche Idioten haben das auch noch so demonstrativ in den Supermarkt ein scheiß Aquarium reingestellt, um es zu demonstrieren. Jetzt habe ich zweimal demonstrativ und demonstrieren gesagt, das ist auch scheiße. Mann, ey Margo, Alter, du hast einen Job und verkackst diesen auch noch. Wie kann man dann auch noch ein scheiß demonstratives Aquarium dahinstellen? Mir fehlte gerade das Wort. Und es dann auch so hart verkacken, weil es überhaupt gar nicht auf dem Wasser treibt. Gut gemacht. Okay, Leute, schauen wir uns das nächste Bild an und... Also bei manchen Bildern, Leute, da verliere ich den Glauben an die Menschheit. Aber es scheint tatsächlich doch eine berechtigte Frage für manche Leute zu sein, wo bringt man den Griff der Tasse an? Innen oder außen? Innen oder außen? Innen oder außen? Alter, wieso ist das so fucking warm hier im Raum? Ich krieg totale Schweißausbrüche. Ich glaube, deswegen bin ich auch heute so mega aggressiv drauf. Naja, es hat mehrere Gründe. Einmal, weil es hier einfach mega warm ist und weil ich einfach Bilder begutachten muss von irgendwelchen Menschen, die einfach nur mega unfähig sind. Ich sehe schon das nächste Bild, Alter. Was geht bei euch? Digga, das ist jetzt irgendwie auch Schadenfreude. Wie kann man ein Gerüst so bauen, dass man einfach nicht mehr durchkommt? Ich stelle mir gerade einfach mal vor, du gehst so seelenruhig das Treppenhaus hoch. Alle Dude. Und dann läufst du plötzlich auf eine fucking Stange zu und kommst einfach nicht mehr durch. Okay, für junge Leute vielleicht kein Problem. Für Ältere, die sich so bücken müssen, könnte das vielleicht etwas problematisch werden, wenn sie Rückenprobleme haben. Aber Leute, wie kann man? Und vor allem wird auch immer Geld in den Sand gesetzt. Das muss so geil sein, wenn jemand was fertig gebaut hat und dann so ganz stolz zum Chef geht. Ey, Chef, ich bin fertig, ja, wir haben das Projekt abgeschlossen. Der Typ geht dahin, guckt sich das an. Und ich glaube, ihm fehlen einfach nur die Worte. Ich glaube, der würde dafür nicht mal Worte finden, okay? Der wird sich einfach nur in den Kopf fassen und denkt so, okay, wen habe ich da bloß eingestellt? Schauen wir uns das nächste Bild an. Mal wieder ein Produkt, was man im Supermarkt kaufen kann. Pullback, Tarantula, ja, die neueste Spinne, die es sogar umgibt. Und in der Verpackung befindet sich keine Spinne, sondern eine liebe Kakerlake. Gut gemacht. Übrigens, Leute, hammerlustig. Mich hat gerade ein Zuschauer bei Instagram angeschrieben, was ich gerade machen würde. Und ich bin einfach zufällig an mein Handy gegangen, weil ich einmal kurz pausiert habe. Und ja, habe ihm geschrieben, ob du es glaubst oder nicht. Ich nehme gerade auf und er so, ja, kannst du mich bitte grüßen? Hier ist er. Ja, dann ganz liebe Grüße an dich. Cool, dass du in diesem Moment mich anschreibst. Leute, wenn ihr mir auch irgendwas sagen wollt oder vielleicht sogar Bock auf ein bisschen Kontakt habt, dann habt ihr die besten Chancen, entweder bei YouTube in den Kommentaren. Ich lese wirklich alle eure Kommentare. Antworten tue ich auf die meisten auch. Oder eben bei Instagram Direct Message. Leute, ich kann euch natürlich nicht versprechen zu antworten. Ich kriege sehr viele Anfragen. Aber ich versuche natürlich den meisten zu antworten. Vielleicht kriegt ihr auch eine Antwort. Folgt mir einfach auf Instagram, Leute. Und dann hätte ich das. Okay, Leute, genug jetzt mit dem Gelaber. Wir machen jetzt weiter. Und zwar haben wir hier Passbilder irgendwie. Ja. Okay, irgendwie in einem Buch oder in einem Heft oder so. Und da haben sie einfach mal zweimal das fucking gleiche Bild reingetan. Unter einem verschiedenen Namen. Gut gemacht. Ich weiß nicht wie, aber vor allem sein Blick. Total unschuldig. Okay, auf dem nächsten Bild sehen wir
ein Stoppschild und auf dem Boden soll das auch nochmal stehen. Mit einem Rechtschreibfehler. Leute, ich kann ja verstehen, wenn man 10 Sätze schreibt, dass man da mal ein paar Rechtschreibfehler einbaut. Aber wenn man 4 Buchstaben schreiben soll, 4, und da noch einen fucking Fehler einbaut, dann bist du echt verdammt gut. Das muss man erstmal schaffen, Leute. Applaus. Okay, auf dem nächsten Bild haben wir Cineminis, die in einer Schüssel liegen. Okay. Können wir einer mal die Frage erklären? Wie kommt die Scheißmilch unter die Schüssel, okay? Ich bin ja generell eher der Typ, der die Milch in die Schüssel füllt und nicht irgendwie unter. Oder wie macht ihr das? Erstmal die Milch auf den Tisch kippen, Schüssel draufstellen und dann einfach trocken das Cineminis und Blaubeeren reinpacken. Okay, übrigens generell mit Blaubeeren habe ich das auch noch nie gegessen, muss ich ehrlich sagen. Könnt ihr schmecken? Wie esst ihr immer euer Müsli? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Ich esse auch mal viele Haferflocken. Das kommt, weil sie einfach gesund sind. Sie schmecken nicht immer geil, aber naja, sie müssen gegessen werden, weil sie relativ gesund sind für ein gutes Frühstück und so ist das immer ganz cool. Aber ansonsten sind meine Lieblingscornflakes Lion Series. Ich weiß nicht, ob sie die kennt, aber das sind einfach die besten. Schreibt einfach mal in die Kommentare, was ihr so in euer Müsli oder in eure Milch packt. Bin ich mal gespannt drauf. Okay, beim nächsten sehen wir ein... Oh scheiße, jetzt habe ich so doll gelacht und habe mir die ganzen Blätter hier vom Schreibtisch runtergepustet. Läuft bei dir auf jeden Fall. Da waren mal wieder richtig gute Ingenieure am Start, die das durchgeplant haben, die gedacht haben, okay, wie ordnen wir die Schubladen an, damit wir keine Probleme bekommen. Und dann sowas. Darf ich vorstellen? Mr. Genius. Okay, Leute, auf dem nächsten Bild sehen wir eine Maschine, wo wir Ketchup, Senf und Mayonnaise herausholen können. Und wie man schon unschwer erkennen kann, Mayonnaise und Senf. Andersrum, Kollege Schnürsche. 3 Sachen musst du tun, du sollst einfach nur nachfüllen. Wo packe ich den Senf rein, wo die Mayonnaise und wo den Ketchup? 3 Sachen musst du tun und machst 2 davon verkehrt. Gut gemacht. Übrigens, Leute, ihr wisst, ich bin auch nicht perfekt. Ich mache auch nicht alles richtig. Ich lache mich nur ein bisschen darüber schrott. Ich hoffe, das könnt ihr natürlich verstehen. Diese Menschen sind wahrscheinlich gar nicht so dumm. Ich finde es einfach lustig, mich darüber schrott zu lachen. Also, nimmt's mir nicht krumm, Leute. Okay, auf dem nächsten sehen wir den Dentist Assault Suspect. First Name, Last Name. Da war wahrscheinlich der Praktikant am Werke, der irgendwie zum ersten Mal an das Gerät durfte, ja, mit einem TV. Bitte blende mal den Namen ein, das hast du ja so gut gelernt. Und der kommt da sowas bei raus. Ich stelle mir gerade vor, wenn einfach mal gefragt wird, ey, und wie hieß denn jetzt der Täter? Und er sagte, ja, der hieß Vorname, Nachname. You don't say. Okay, Leute. Da brauche ich gar nichts weiter zu sagen. Das ist einfach nur die absolute Härte, Leute. Da brauche ich nichts weiter zu sagen. Frei nach dem Motto, okay, bauen wir eine möglichst lange Schranke an, dass die Leute keine Möglichkeit haben, irgendwie wirklich dran vorbeizufahren. Das Ergebnis? Aber da sind 2 Sachen total verkehrt. Die Schranke ist erstens viel zu kurz und der Automat ist einfach mal viel zu weit auf dem Gras. Also... Wer da wieder rumgewerkelt hat, Leute, könnte ich gewesen sein, ganz ehrlich. Okay, ich wollte das Bild gerade erstmal beschreiben, da sehe ich das einfach mal schon und wir haben Säcke voll mit Maiskolben, auf denen einfach mal Zwiebeln steht. Nice job, Bro. Nice job. Okay, Leute, einen gebe ich euch noch. Wir haben einfach mal diese asiatischen Glückskekse. Ich glaube, die sind doch asiatisch. Und ja, man kann durch die Verpackung einfach mal schon das Schildchen sehen, ohne dass man ihn isst. Das ist der Sinn und Zweck von Glückskeksen. Oder was sagt ihr? Okay, wie ich schon mal gesagt hatte, welche Fails habt ihr schon mal in eurem Leben erlebt, Leute? Schreibt es einfach mal in die Kommentare. Wenn ihr gegrüßt werden wollt, schreibt es auch in die Kommentare. Liked das Video, folgt mir auf Instagram und so weiter. Und... abonniert mich, wenn ihr es noch nicht getan habt, Leute. Ich bin euch dafür sehr dankbar. Wir wachsen mit unglaublich. Das freut mich so mega, mega mäßig. So muss es auf jeden Fall weitergehen. In diesem Sinne sehen wir uns in einem neuen Video, Leute. Seid auf jeden Fall gespannt. Es kommen regelmäßig Videos bei kurzen Pausen, okay? Ich habe manchmal viel zu tun. Nehmt mir das nicht krumm, Leute. Wir sehen uns, Leute. Leute. Wie oft will ich eigentlich noch Leute sagen? Bist du eigentlich geistig behindert, Alter? Nein, bin ich nicht. In diesem Sinne, wir sehen uns in einem neuen Video. Vielen Dank für alles. Bis dann. Ciao, euer Elmago.